macht. Wo geht die Zukunft des Menschen hin, die Zukunft der Intelligenz hin? Was wird sich in diesen Bereichen eigentlich entwickeln? Welche Chancen haben wir und worauf müssen wir uns einstellen? Oder gibt es Risiken? Also, begrüßen Sie bitte mit mir den Autor des Buches Unternehmen 2020, Journalisten, TV-Experte etc., Tim Koch. Nein, ich werde nicht irgendwie mit Ihnen reden, auch wenn ich Sie könnte. Ich bin zwar Amerikaner, aber schon seit über 40 Jahren in Deutschland. Verzeihen Sie mir, dass ich vielleicht ein bisschen ins Schwäbeln komme, denn ich habe 20 Jahre in Storiet gewohnt und das färbt ab. Immer wenn ich mich wohlfühle, fange ich an zu schwäbeln. Obwohl ich inzwischen in München sitze, komischerweise, das Bayerische geht nicht so an mich. Aber naja. Ja, Unternehmen 2020, vielleicht einfach zur Geschichte dieses Buches. Ich erzähle schon seit vielen, vielen Jahren in Vorträgen und schreibe Bücher und Artikel darüber, wie Technik die Wirtschaft verändert und vice versa. Und da ich das große Glück hatte, schon Anfang der 90er Jahre mich hauptberuflich dem Thema Internet zuwenden zu dürfen, bilde ich mir ein, kann ich auch einigermaßen überblicken, was sich alles so geändert hat. Das war ja so schön an diesem Film, den wir gerade gesehen haben, wenn man überlegt, also es ist 4 Jahre alt und es ist Steinzeit. Also es ist so viel passiert in den letzten 4 Jahren alleine schon, nur wir merken das nicht. Das ist so ja, der menschlichen Kurzsichtigkeit geschuldet. Wir erleben das ja, wir durchleben es sozusagen und deswegen erscheint es uns alles völlig selbstverständlich. Nur wenn wir innehalten und blicken so mal zurück, 10, 15 Jahre oder so, dann stellen wir plötzlich fest, dass sich alles dann tatsächlich verändert hat. Ich erinnere mich vor 15 Jahren, wenn Sie auf Ihrer Visitenkarte eine E-Mail-Adresse drauf hatten, da waren Sie leer. Na, da konnte es dann gehen. Heute keine E-Mail-Adresse auf der Visitenkarte, ja, was bei einer Firma arbeiten Sie denn? Würstchenbude oder was? Selbst das hat Würstchenbude.de, also insofern. Nein, sondern. Es hat sich ungeheuer viel getan, nur es ist uns nicht richtig bewusst, wir finden das fast selbstverständlich. Das Buch ist der Versuch gewesen, nochmal zurückzutreten, zu gucken, was hat sich eigentlich so in den letzten 10 bis 15 Jahren tatsächlich alles so verändert. Und wenn wir uns einig sind, dass das die Trends sind, die sich in den Unternehmen abgespielt haben, dann können wir auch wagen, so ein bisschen nach vorne zu blicken und also weiter wie nach 2020 habe ich mich nicht getraut. 10 Jahre, das ist ein überschaubarer Zeitraum und ich werde es wahrscheinlich auch noch erleben. Das heißt, Sie können mich dann auch zur Verantwortung, zur Rechenschaft ziehen, wenn es nicht so kommt, wie ich es gesagt habe. Das Buch besteht insgesamt aus 10 Kapiteln, die jeweils eine Unternehmensabteilung sind. Ein Blick hinein ins Marketing, ein Blick hinein in die Personalverwaltung, ein Blick hinein in die IT-Abteilung natürlich auch, ein Blick in die strategische Unternehmensplanung, all diese Dinge. Und jeweils der Versuch, wie gesagt, das Wort zu schreiben. Nun habe ich eine Viertelstunde Zeit und kann unmöglich 10 Trends mit Ihnen durchgehen, vertiefen. Deswegen habe ich mich beschränkt hier mal auf 4, die ich im Schweinsgalopp jetzt mit Ihnen mal durchmachen werde. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, dann das eine oder andere noch zu diskutieren. Die Idee ist einfach, dass Sie am Ende, wenn Sie einen solchen Trend mal verstanden und die möglichen Weiterentwicklungen vorausahnen können, dann können Sie auch Weichen stellen, damit Sie im Jahre 2020 tatsächlich auch dann zu den erfolgreichen Unternehmen zählen oder in einem dieser erfolgreichen Unternehmen arbeiten. Der erste und wichtigste Trend ist, wir müssen die Vernetzung zu Ende bringen. Und das ist ein Satz, mit dem ich immer wieder Überraschung, vor allen Dingen bei IT-Technikern auslöse, aber auch bei gewissen Firmenchefs, die sagen, ja, aber was wollen Sie denn, wir vernetzen doch schon seit 10, 15 Jahren, auf Teufel komm raus. Was heißt denn, zu Ende bringen, wir sind doch vernetzt. Das ist leider nicht wahr. Was wir in Wirklichkeit geschaffen haben, sind eigentlich mehr so digitale Inseln. Außerdem, das Phänomen der Vernetzung selbst ist ein zu komplexes, als dass wir wirklich uns anmaßen könnten zu behaupten, wir hätten das jetzt also verstanden und auch durchgeführt. Warum das, was es mit dem Phänomen der Vernetzung so auf sich hat, möchte ich Ihnen gerne an einem Beispiel zeigen, das im Übrigen nicht von mir stammt, sondern von Wilton Cerf, dem Erfinder des Internet. Beziehungsweise des TCP-IP-Protokolls, das ist also ziemlich das Gleiche. Und Wimpen wollte mir mal in einem Interview im NTV unbedingt klar machen, dass Vernetzung immer auch Veränderung bedeutet.
ob wir wollen oder nicht. In dem Augenblick, wo wir anfangen zu vernetzen, fangen wir an, Dinge zu verändern. Und damit ich das verstehe, hat er das Beispiel des Internetkühlschranks gewählt. Internetkühlschränke gab es damals schon, das war nichts Neues. Das sind große Kühlschränke, die haben links, das ist so ein Eiswürfelfach, rechts, das sieht man auf dem Bild nicht so gut, das ist ein Touchscreen, also eine berührungsempfindlicher Bildschirm. Und Sie können diesen Kühlschrank, der von GE oder von Samsung oder von sonstigen Herstellern seit mindestens 8-9 Jahren gebaut wird, programmieren. Sie können also den Kühlschrank sagen, was Sie gern hätten. Und der Kühlschrank verfügt über einen Barcode-Scanner, das heißt, der kann auch noch sehen, ob das, was im Kühlschrank ist, noch in Ordnung ist, ob die Milch sauer ist. Und weil er über einen Internetzugang verfügt, kann er beim Supermarkt um die Ecke das nachbestellen, was fehlt oder was sauer geworden ist, die Milch. Und in Ländern mit einer etwas ausgeprägteren Servicekultur als bei uns, bringt man ihnen das Zeug auch noch in die Wohnung und räumt es in den Kühlschrank. Das ist nichts Neues. Aber, sagte Menschen, wie wäre es, wenn es eine Badezimmerwaage mit Internetanschluss gäbe? Meines Wissens gibt es das noch immer noch nicht, aber wäre ja durchaus ein Geschäftsmodell. Ne? Krankhaft übergewichtige Menschen scheren sich drauf, die Daten werden an den behandelnden Arzt übermittelt, der kann die Therapie entsprechend justieren oder kann den Patienten zur Nachuntersuchung einbestellen und es zahlt alles die Krankenkasse. Was passiert, wenn diese beiden anfangen, sich zu unterhalten? Wenn die vernetzt werden? Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Aber wir ahnen, es wird nichts mehr so sein wie früher. Also wir kommen nach Hause und es ist möglicherweise nur noch Diätkost im Kühlschrank oder wir kriegen die Tür nicht mehr auf im Kühlschrank. Irgendwas wird anders. Aber wir wissen nicht was. Und in dieser Situation ist der Unternehmer, der Manager, der Entscheider im Unternehmen, der vernetzt. Er verändert Dinge, weiß aber nicht, was er dadurch auslöst. Und die einzige Erfolgschance, die er hat, besteht darin, vielleicht aufmerksamer das Ganze zu beobachten als andere, schneller zu erkennen, wo Veränderung stattgefunden hat und entsprechend darauf zu reagieren. Also insofern schon fast ein darwinistischer Ablauf. Derjenige, der am agilsten, am flexibelsten, am anpassungsfähigsten ist, ist derjenige, der Erfolg hat. Und wir stecken da mittendrin in dieser Entwicklung. Wir nennen das in der IT die Digital Transformation, digitale Transformation von ganzen Unternehmen, von Unternehmensabläufen, von Prozessen. Und das tritt überall auf. Das haben wir in unseren Unternehmen teilweise ja schon einiges digitalisiert und vernetzt. Es gibt irgendwo ein CRM-System, das hat Marketing angeschafft, weil es eine gute Sache ist. Da kann man mit dem Kunden besser sich kommunizieren. Es gibt vielleicht Supply Chain Management oder die Beschaffung arbeitet schon online mit irgendwelchen Plattformen. Wir haben vielleicht einen Online-Shop, E-Commerce oder wir machen Data Mining oder was auch immer. Wir haben teilweise diese Dinge geschaffen, aber sie sind nicht wirklich miteinander verbunden. Das Ergebnis ist, wir haben digitale Inseln im Unternehmen, und kommen immer wieder ans Ufer und müssen ja rüber auf die andere Seite. Und das können wir nur tun, indem wir zum Beispiel Daten ausdrucken und irgendwo anders wieder eingeben. Und wenn Sie glauben, dass ich da irgendwie jetzt daherfasel, dann muss ich Ihnen von meiner Küche erzählen. Ich war letzte Woche bei IKEA, weil ich umziehen muss in München und kriege eine neue Küche. Und IKEA hat ein wunderbares Tool. Das ist der Küchenplaner. Da können Sie online gehen und können Ihre Küche bis auf die letzte Schraube im Internet planen, Sie können es sogar in 3D angucken, es ist ein wunderbares Werkzeug. Und ich habe Tage an diesem Ding verbracht, bis ich die Küche genau so hatte, wie ich sie wollte. Und dann ging ich zu IKEA nach Grundheim und die junge Dame ging mit mir an den Computer und guckte das nochmal an und sagte, da habe ich was vergessen und hier so. Und als sie fertig war, drückte sie auf den Knopf und dann kam unten Papier raus, eine lange Liste mit Teilen. Die nahm sie und ging an einen anderen Computer, hockte sich hin und fing an, das alles einzugeben. Und ich war völlig entsetzt und fragte, was machen Sie denn da? Und sie sagte, ja, tut mir leid, das Bestellsystem ist ein anderes System. Das ist mit dem Internet leider nicht verbunden. Das ist bei so einem großen, modernen Unternehmen wie IKEA so und das ist wahrscheinlich in Ihren Unternehmen auch so, wenn Sie ganz genau hingucken. Preisfrage, in welchem Unternehmen hier wird die Post, wenn sie reinkommt, gleich in der Poststelle gescannt? 2, 3. Okay, das heißt, bei allen anderen geht die Post natürlich weiterhin
in physikalischer Form in die Abteilung, wird dort aufgemacht, wird bearbeitet und zum Schluss kommt es vielleicht ins Archiv und wird da gescannt, das kann schon sein. Ne? Das ist Steinzeit. Ne? Also im Document Management heute passiert voll digital, die Workflows, man kann den Dokumenten Informationen zuordnen, Kundennummern, Bestellnummern, Fallnummern etc. Der Mitarbeiter zieht das Ding auf den Bildschirm hoch und kriegt sämtliche dazugehörigen Dokumente und kann sofort arbeiten, ist immer auskunftsbereit, wenn der Kunde anruft, irgendwelche Dinge. Wer macht das? Zwei. Es wäre Stand der Technik, wir machen es nicht. Warum? Weil, naja, die Prozesse haben immer so funktioniert und aus dem Geld haben wir auch keins zu investieren. Wir würden jetzt sparen, aber wir können uns nicht leisten zu sparen und so weiter und so fort. Also digitale Inseln. Und diese müssen wir durch Brücken verbinden. Das ist die große Aufgabe der nächsten 10 Jahre in unseren Unternehmen, nämlich das Versprechen der IT, das die uns seit 10, 15 Jahren geben, und es ist gelogen, nämlich die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was die gern täten, aber sie können es nicht, weil immer wieder sie an das Ufer kommen und schwimmen müssen oder ein Boot nehmen oder wie auch immer. Der zweite Trend, den ich in dem Buch beleuchte, ist die Mobilität. Die Mobilität ist ja schon seit vielen Jahren mit uns. Das ist sozusagen Digitalität ohne Drähte. Wir haben alle natürlich mittlerweile unsere iPhones oder Smartphones oder sonstige Dinge in der Tasche. Sie sind inzwischen auch gewohnt, unterwegs zu arbeiten und zu machen und zu tun. Und das Wort vom digitalen Nomadentum ist auch ungefähr 15 Jahre alt. Ich glaube, dass das nicht das richtige Wort ist, beziehungsweise dass wir uns im Übergang befinden von digitalem Nomadentum zu digitalem Beduinentum. Und das ist nicht das Gleiche. Der Nomade, nur mal zur Erinnerung, muss ja immer, wenn er seinen Ort wechselt, alles mitnehmen. Seinen gesamten Hausstand. Den hat er da hinten auf dieser Trage da, auf dieser Ware. Das ist das digitale Gegenstück davon, nämlich der Manager, der durch die Straßen läuft mit einem schweren Koffer. In diesem Koffer sind alle möglichen Adapter und Stecker und sonstige Dinge, die er braucht, um irgendwann mal online gehen zu können. Also ich war jetzt in Amerika drüben und allein das Steckerproblem, das zu lösen, da scheitern sie fast. Oder in der Schweiz. Alle Schweizer haben falsche Stecker. Nur da brauchen die das von uns auch. Es werden ja sogar, können Sie im Internet kaufen, sogenannte Road Warrior Survival Kits verkauft. Also so Überlebensausrüstung für digitale Nomaden. Das brauchen Sie alles tatsächlich, um irgendwo produktiv werden zu können. Das ist natürlich gestern gewesen. Also der digitale Beduine, von dem ich überzeugt bin, dass er sozusagen das Modell der Zukunft ist, der reitet auf seinem Kamel durch die Wüste und hat nichts dabei. Vielleicht eine Wasserflasche oder irgendwas. Mehr braucht er auch nicht, weil der weiß ja, wo die nächste Oase ist. Das Gegenstück davon sind die Leute, die also bei Starbucks sitzen mit ihrem kleinen iPad oder sonstigen Dingen und natürlich überall, wo sie gehen und stehen, wissen, wie sie online kommen. Also mir ging es in Paris so vor kurzem, dass mein iPhone die Champs-Élysées runtergelaufen bin. Und wenn Sie so ein Ding haben, wissen Sie, Sie können ja die WLAN-Funktion aufmachen, dann können Sie sehen, welche WLANs so in der Nähe sind. Wenn da so ein Schloss dran ist, dann kommen Sie nicht rein, dann brauchen Sie ein Passwort. Wenn kein Schloss dran ist, kommen Sie so rein. Ich bin die Champs-Élysées runtergelaufen mit dem Ding und guckte so lange, bis ich ein freies WLAN fand. Das war so wirklich bei McDonalds. Und dann ging ich da rein, habe meine E-Mails gezogen, gemacht und getan, habe natürlich bei McDonalds ein bisschen was gegessen und so. Also es hat sich auch für McDonalds gelohnt, diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das wird zunehmend selbstverständlich sein, dass wir überall, wo wir gehen und stehen, ins Internet kommen. Das ist nur in Europa und speziell in Deutschland, wo die Hotels noch glauben, 15 Euro am Tag für Internetanschluss verlangen zu dürfen. Das ist ungefähr so, wenn Sie 15 Euro für die Toilettenbenutzung in Ihrem Hotelzimmer verlangen würden. Genau das Gleiche. Aber das haben Sie noch nicht verstanden, das kommt noch. Das wird natürlich auch dazu führen, dass wir im öffentlichen Raum Gelegenheiten schaffen müssen für Menschen, die arbeiten wollen. Das kann sich aber, wie das Beispiel von McDonalds ja zeigt, durchaus lohnen. Wenn einer da stehen bleibt oder sitzen bleibt, wenn wir ihm da so ein Gerät dahinstellen, so einen Arbeitsplatz, dann wird er vielleicht auch was konsumieren. Also das kann durchaus für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein. So, jetzt entschuldige ich bitte die Schrift, da sollte eigentlich Prozent da oben sein. Es ist ja heute schon so, dass nach einer Studie von Vodafone 58% aller Ideen nicht im Büro entstehen.
meine, wo Ihre Ideen entstehen, meine meistens unter der Dusche, aber auf jeden Fall im Büro nicht. Im Büro habe ich andere Dinge zu tun, nämlich Meetings halten und schreiben und machen und tun. Zum Nachdenken.